Der Baum und seine Früchte. Ein Teil der Bergpredigt Jesu. Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Es werden viele Menschen kommen und euch falsche Dinge über Gott erzählen. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. An einem Dornbusch wächst ja schließlich auch kein Apfel. Ein guter Baum kann gar keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter keine guten. So ist es auch bei diesen Menschen. Folgt ihnen nicht. Nicht wer mich ständig großer Meister nennt, wird in Gottes Königreich kommen, sondern wer den Willen Gottes tut, der mich geschickt hat. Viele werden sich eines Tages damit brüsten, in meinem Namen Wunder getan zu haben. Ich werde sagen, dass ich sie nicht kenne und sie wegschicken.